Ja, also ich war heute schon den ersten Tag auf der Strecke. Strecke kenne ich ja bereits. Ja, Stimmung ist gut. Ich freue mich aufs Rennen und ja, kann es kaum erwarten. Ja, natürlich ist zu Tokio ein Unterschied, durch das, dass wir einfach in Paris sind, wir sind in Europa. Es ist für uns, glaube ich, doch schon einiges leichter. Die Anreise ist leichter, es ist irgendwie, man weiß, also man kennt es schon, man war schon da, wir haben das Test-Event da schon gehabt. Ja, ich glaube, es wird ein sehr schnelles Rennen. Eine große Gruppe, glaube ich, schätze ich bis zum Schluss. Und ja, deswegen glaube ich schon, dass es ein bisschen taktisch wird. Aber ja, es ist allem volle Form vom Bus zum Schluss. Und ja, ich freue mich einfach. Ich will wirklich das Maximum aus mir rausholen und ja, dann schauen wir. Für mich ist eigentlich so, dass ich immer vor bin, wenn ich viel Zeit in der Früh noch habe. Ich habe schon einige, sage ich mal, Vorbereitungen, die was mich mental und körperlich ready kriegen. Das ist Meditation und Yoga und ja, einfach so ein paar Sätze, die was ich mir selber vorsage, um das jetzt ganz einfach zu fassen, einfach um die Stimmung zu kommen und natürlich auch alles andere auszublenden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du in deinen Tunnel kommst. Ja, es gibt einen Glücksbringer. und zwar ist das ein Glücksei und da geht es um den Film Cool Runnings. Ich weiß nicht, ob euch der was sagt oder ja, ob ihr den kennt. Und da gibt es ein Glücksei, also einer von den Bobfahrern der Glücksei. Und es war als Kind mein Lieblingsfilm. Ich habe den, glaube ich, 35 Mal geschaut oder öfter. Und ich bin jetzt gerade in den letzten 15 Minuten, das ist ein bisschen meine Einstimmung noch. Und das Ei ist wieder dabei. Das war in Tokio dabei und das ist ja in Paris.